So, scheint alles okay zu sein und ja. Wo wollten wir denn jetzt hin? Hier war das komische hyperaktive Kind. Die Kartenspiele. Ach komm, ich spiele noch eine Runde Karten. So, die Runde Doppelzwilling, Mittel. So, ich darf als erstes legen. Deswegen lege ich eine recht ausgeglichene Karte in die Mitte. So, schau dir diese Karte an. Okay. Jetzt nehmen wir den und packen den dahin. Dadurch kriegen wir die Schildkröte. Den Atuin. Okay. Kein gutes Blatt deiner Oma. So. Ich habe kein gutes Blatt, sehe ich gerade. So, zack. Damit können wir allerdings nur den umwandeln. Okay. So, den dahin. Dann haben wir 5. Und wir haben gewonnen. Sieht aber so aus, als scheine ich. You win! Als scheine ich erstmal, viel bessere Karten zu brauchen, um die schwereren Spiele zu gewinnen. Oh, dieses Laden. Deswegen läuft unser Held jetzt mal in die andere Richtung. Speichert einmal kurz. Ich glaube, da geht's lang, oder? Oder? Okay. Okay, ich habe ja jetzt schon so eine Ahnung, ne? Wenn du oder der... Okay, der sieht auffälliger. Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf ich einen Pfeil im... Nun, sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr... Och nö. Der war so schlecht, aber so gut. Oh, super. Ich lebe schon seit 600 Jahren Iago-Rei. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. So, du scheinst zu heulen. Damals wohnte ich in Papunica. Ich bin hierher gezogen, weil der Anbau nahe am Mahnbaum bessere Ernten versprach. Es muss halt ziemlich böse Macht dort geben, die Öden. Seht euch nur an, was mit meinem Haus war. Wir sind alle verdammt. Wir werden alle sterben. Panik. Und wir schalten was frei. HD-Hintergründe. Wow, einfach nur... Wow. Sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Cool. So, was ich jetzt sagen wollte. Dieses Luftschiffchen da hinten... Ja, kennt man aus Final Fantasy. Und es gibt noch was, was man aus Final Fantasy kennt. Und ich will noch nicht zu viel sagen, es sei denn, das bestätigt sich jetzt. Onkel! Ist alles in Ordnung? Ja. Der gute Herr Sid, wer kennt ihn nicht? Der Sid mit S. Oh. Kairos, endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödes verbreitet sich immer schneller. Weshalb Aogai ist bereits ausgelöscht, wir müssen schnell handeln. Ja, yeah, geil, ausgelöscht. Ich meine, Onkel, wir haben die Macht des Kristall und Klau. Klaut Schwert aus der... Kairos ist im Schimmbruch. Und Klaut Schwert aus der Noria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Och, scheiße. Oh, und auch Klinke habe ich hier, um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur Schwarzzitadelle aufzubrechen. Wo willst du hin? Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Goron, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Ich bin voll dicht, alkoholblau. Eines im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Aogai. Eine Woman. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Karin, dem glatzköpfigen Kartenspiel auf dem Markt. Er war so... Okay. Klink,
Könntet ihr die Bomben besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde, der war ein Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in die Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Yay, Kairis wird nützlich. Freu. Ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Okay. Ihre Mutter... ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Freigeschaltet. Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Naja, auch nicht so schlimm. Wir haben immerhin Clouds Schwert. Boah, ich finde das Spiel zu gut, ne? Dieses Spiel... Wirklich. Lob an die Entwickler. Auch wenn das Fazit erst ans Ende gehört. So, der glatzköpfige Typ, der, ne? Ihr wollt eine Bombe? Die gehört schon ewig nicht mehr zur Demacia-Armee und haben keines von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von ihr reden, weil jeder weiß, Krankenschwestern haben immer Bomben. Sie kennt jeden Klatsch über Auge und seinen Bewohner. So, dann gehen wir mal zu der netten Krankenschwester. Hallo du, wir wollen dir an die Bomben. Ihr seid auf meine Bomben aus? Ja. Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennungen gegeben hat. Hast wohl gedacht, ich bomb mich hier irgendwie durch die Gegend oder so? Pff, klar. So. Bist du die komische Alte? Nö. Irgendwie nicht. Hier die? Oder? Die beim Brunnen wohnt. Das ist ein Brunnen. Meine Güte. Wird geladen. Oder meinst du die? Auch wenn die 50 Meter weiter vom Brunnen wohnt. Hallo du. Rede mit mir. Achso. Heiliger Hain, es gibt keine Hoffnung mehr. Ja gut. Du bist auch so emo drauf. Wo soll ich denn hin? Hallo? Oder doch dazu der Einollen da? Weil logischerweise ist hier noch ein Brunnen. Voll logisch und so. So, hallo. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Aus Nord. Sie sind schon seitdem... Krieg in Nord, dort. Aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und... Ihr müsst dieser mächtigen Besserling ausmachen. Hilfsoffizier Reilan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Meine Güte. Hin und her und hin und her. Komm, und jetzt... Was sagt er uns jetzt? Komm. Aber ihr müsst erst den Drachen kaputt machen. Bitte. So, wir stolzieren mit unserem großen Schwert. So, du bist also der Reilan. Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich muss den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, so Kinder allen in der Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit meiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Rundrusitz. Okay, sie wohnt im Haus neben Sitz Haus. Okay, ich bin gespannt. Wer da steht jetzt keiner? Okay, Sitz Haus? Haus von irgendeiner alten Olch. Oder meinst du die? Achso, das vermalte das Kind muss die Bombe aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kam diese Feuerwerkzeuge wahrscheinlich so schwer vor. Bitte euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass es bei euch sicher aufgehoben sind. Okay, dann auf zum ADHS-Kind. Ach nee, diese schönen RPG. Geh dahin, dann kriegst du neue. Geh dahin, Koordinaten und dann kannst du dahin gehen und. So, also dann auf zum ADHS-Kind. So, los geht's. Hey du!
Wie logisch auch dieser Schmetterling fliegt, ne? Meine Mutter weiß schon, die Bomben, das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Nee. Okay. Klink! Kairis! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Dö. Bomben mit Vorsicht zur Hand haben. Yeah, geil! Ausgezeichnet, dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Okay, dann schauen wir uns mal Kairis neue Zauber an, ne? Wo sollen wir hin? Zum Brunnen? Zum Brunnen, genau. Zum mega super awesome Wald. Das machen wir jetzt mal. Okay, mega super awesome Wald, aber erst mega super awesome Fight. Weil dann können wir ja sehen, was Kairis so Neues drauf hat. Oder auch nicht, weil Kairis, die wäre zu über. Ich will die gar nicht benutzen. So. Der Heilige Hain. Okay. Bomben! Die überhaupt nicht aussehen wie die Bomberman-Bomben und genauso rumploppen. Plopp. Nein. So. Ich wechsle mal kurz auf Schwert. So. Den Rasenmähen und keine Ahnung, wo ich überhaupt lang muss und lang gehen tu. Okay, hier ist ein Kristall. Keine Ahnung, was der macht. Da ist ein Baum. Okay. Dann hauen wir doch mal gegen den Kristall. Was? Freigeschaltet. Zeitreisen. Treff den Kristall, um zwischen Marty und damals zu wechseln. Achso, zwischen damals und jetzt irgendwie so. So, jetzt gucke ich auch auf den Bildschirm. So. Das ist aber cool. Jetzt können wir wenigstens wieder die guten alten Pixelzeiten genießen. Ich bin zwar auch ein Fan von 3D-Spielen, aber... Oh, so geil. Können wir eigentlich auch Bomben? Tatsache. Macht das was, wenn ich die Bombe lege und... Okay, Tatsache. Das ist cool. So. Was war denn hier noch so? Nichts. Feuer. Fledermäuses. Was ist das? Kann man da rein? Okay, da kann man rein. Da will ich aber noch nicht rein. Ich will nämlich erst mal gucken, was hier so draußen los ist. Da war noch ein Kristall. Das war der Kristall. Da ist noch ein Kristall. Okay. Vielleicht kann ich, wenn ich so richtig cool bin und eine Bombe lege. Nee, das macht ja voll keinen Sinn. So. Erst Serum. So. Nee, das schaffe ich nicht. Vielleicht lesen wir das Schild. Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Ich bin so ein Trottel. Ich bin besser Schwert. So. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Dinger können wir doch schieben. Oder auch nicht. Okay, nach Zelda-Logik. Wenn ich nach Zelda-Logik gehe, dann müssten wir ja eigentlich jetzt gleich den Bogen bekommen. Oh, und wieder diese komischen Bodenplatten, die ich so liebe. Mir kommt die Liebe schon aus den Ohren wieder raus. So. Da kann ich nicht lang. Stirb. Okay, Vorsicht, Alter, Scheiße, fritzel dich. So, okay, dann nochmal, Vorsicht,
mit ganz viel Vorsicht. Junge. Und, geht doch. Scheiße. So, Bombe. Ausgrabung. Ich habe mit einer Bombe eine rissige Mauer gesprengt. So, und bestimmt ein Stern oder eine Karte. Karte wäre auch cool. Freigeschaltet Bogen. Okay, das ist cool. Den will ich jetzt sehen. Fitz, fitz, fitz. Okay, dann glitch ich mich jetzt mal hier nach vorne. Fitz, fitz. Okay, egal. Weil ich schätze mal, das wird so gehen, dass wir die Pfeile... Dass wir... Okay, die Zukunft ändern. Der kleine Baum wächst in der Gegenwart nicht mehr. Ja, wollte ich gerade sagen. Dass wir nämlich die Bäume verbrennen können. So, mal schauen, was es da so gibt. Weil ich bin ja mehr so der Secret Hunter hier. Okay, da ist ein Trüchen. Da ist ein Baum. Weil Baum und so, versteht ihr? Nee. So. Da ist ein Baum, da ist... Okay, das ist einfach. So. Haha. Dö-dö-dö-dö. Und die Kefkas Geistkarte. Das ist natürlich gut. Das ist wunderbar. So, 3D. Oder Zukunftszeitreisender. Ihr seid 12-mal zwischen hin und her und so. Okay, das Rätsel scheinen wir erst später lösen zu können, oder? Ging's hier auch noch weiter, wenn... Okay, hier geht's auch weiter. Vergesst, was ich gesagt habe. So. Ich find's cool, dass man jetzt so zwischen allem irgendwie so mal so hin und her wechseln muss. Das ist recht cool. So, und die können wir natürlich auch sprengen. Und den verbrutzeln. Und dann machen wir den hier so. Und so voll Rätselmeister Momo. So. So. Ich sag zu oft so, ne? Und wir finden... ein Stern, der meinen Namen trägt. Wie viele haben wir überhaupt? 11. 11 von 30 und 10 von 23 Karten. Huch. So. Und hier unten ging es auch noch weiter. Mal schön, wer dir das gibt. Stirb, stirb. Ich will jemanden mit dem Pfeil töten. Genau. So, aber ich will mal mein geklautes Schwert haben. Das Bomben war mal weg. Das Töten war mal weg.